Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Clash Royale. Ich muss mir nebenbei noch meinen Latex-Piss aufmachen, Momentchen. So. Und ja, ich bin eben erst aufgestanden, deswegen höre ich mich vielleicht ein bisschen anders an. Oh, es gibt ja eine epische Truhe, aber ich kann sie mir nicht holen. Ah, okay. Gucken wir mal nach der Runde oder so. Ich weiß nicht, ob ich die Runde heute komplett aufnehme. Ich muss nämlich leider gleich los. Aber wir gucken einfach mal, ob wir das schaffen zeitlich. Ansonsten, ja. Keine Ahnung, schneiden ist halt kacke, das dauert dann wieder noch länger. Das vom Hochladen ist später und alles. Ich bin noch ein bisschen unsicher. Barbaren habe ich mir überlegt, diese Elite-Barbaren, das sparen wir ein bisschen, bis wir die hoch genug haben können. Und am 30.11. ist ein Update, das ist morgen. Verringert, Trefferpunkt erhöht, produziert auf bislang 70 Sekunden verringert, okay. Ja, das macht ja keinen Sinn. Schlecht. Der Sesam wurde also wieder schlechter gemacht. Giftschaden erhöht, Grabsteine. Aber und okay, interessiert uns nicht so viel, weil wir haben viele Karten davon gar nicht. Aber gut, ich würde sagen, wir starten eine Runde. Gucken, wie weit wir kommen. Und dann, ja, war's das. So. Sonst müsste ich das heute wahrscheinlich ausfallen lassen. Clash Royale. Was zeitlich leider knapp bei mir wird. Weil ich gleich noch weg muss. Und dann, wenn ich dann wieder da bin, weiß nicht, ob das zeitlich dann passt, dass ich dann noch was aufnehmen könnte. Weil ich nicht genau weiß, wie lange ich weg bin. Das ist das große, der große Problem der Probleme. Aua. Auch meine armen Einheiten, ey, die haben auch Gefühle. Das interessiert aber keinen. Das interessiert keinen. Die haben auch Gefühle, aber ey, ist doch egal. Ah, lecker. Very, very lecker. So. Ich bin am überlegen, ob ich zum 24. hin eine Art Adventskalender mache. Also zum 1. Dezember hin eine Art Adventskalender. Ich habe noch so viele Steam Keys rumfliegen. Von XY Sachen, also von keine Ahnung, was sie spielen und sowas. Also ja, die ich selber gar nicht brauche. Also es sind so viele, ich weiß echt gar nicht wohin damit. Und da bin ich am überlegen, ob ich die nicht einfach in so einen Pott schmeiße und jeden Tag irgendeinen Key verlose oder sowas. Ich weiß nicht, ob da genug Leute Lust auf hätten. Das ist mein Problem. Aber ich glaube, ich mache das einfach mal. Gucken, was so passiert. Ob die Leute Lust drauf haben oder nicht. Das sehen wir dann. Das sehen wir dann. Und ich wollte eigentlich die, ursprünglich wollte ich die öfter mal im Stream dann rausballern, aber... Ne, das wird einfach nicht besser. Dadurch kann ich auch nicht streamen. Ja, seitdem gammeln die halt einfach bei mir rum. So, ja. That is the first world problem of the year. Ich weiß es halt nicht, was ich damit machen soll. Dann habe ich mir gedacht, cool, machst du das? Hab ich mir überlegt, so ein Giveaway. Aber bald ist ja Weihnachten und so ein Shit. Da habe ich gedacht, komm, mach sowas, das ist auch geil. Das ist halt auch richtig geil. Und deswegen habe ich gedacht, komm, machst du sowas. Machst du sowas. Weil, ja, da können halt die Leute einfach mitmachen und fertig, können gewinnen. Wissen nicht, können sie. Ne? Also. Alles tutti frutti, habe ich gesagt. Habe ich gehört, habe ich gemacht, habe ich so. Gedacht in mir drin. So. Oh mein Gott, war das knapp, Alter. Da hab ich gerade echt ein bisschen den Atem angehalten. Wow. Oh, war echt ziemlich, ziemlich knapp gerade. Ein bisschen zu knapp für meinen Geschmack, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber okay. Aber okay, Mann. So, jetzt deffen wir, in Anführungsstrichen. Da ist natürlich jetzt gleich direkt in die aggressive Stellung reinzugehen. Was jetzt nicht so gut klappt wegen diesem scheiß drei Piu-Piu-Frauen. Aber gut. Aber gut, ne? So. Zack.
Zack. So, so. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vorbei. Na gut, spürbar. Das war ein starker und hartnäckiger Gegner. Aber okay. Danke. Hat er gesagt, danke. Hat er gesagt, nee. Wollte mehr Korn, Mann. Du hast sie mich gegeben. Du bist kacke. Hab ich so gedacht. Aber nicht gesagt. Nehmen wir eine Verschiebung, Mann. Okay. Ja, aber gut. Könnt ihr mir auch gerne in den Kommentaren hier schreiben, wenn ihr das Video seht. Ja, wann soll ich denn sonst das in den Kommentaren schreiben? Wenn ihr es nicht seht, dann wisst ihr nicht, worum es geht. Ja. Ob ihr dafür wärt, so ein jeden Tag gibt es irgendwie random Steam Key. Da sind halt auch, da sind teure bei, auch günstige, sind halt einfach random alle möglichen Steam Keys drin. So, die ich damals so bekommen habe bei Humble Bumble und sowas, bei diesen Aktionen, wo es mehrere Spiele und so gibt und mich da nur eins interessiert hat. Aber es trotzdem günstiger war darüber und sowas. Und ja. Ich habe halt viele Steam Keys davon und dann werde ich einfach raushauen. Ich werde die einfach dann raushauen. Fertig. Glaube ich. Ich glaube, ich sie einfach raushauen werde. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Aber was soll ich damit? Sollen die weiter bei mir rumgammeln? Ich kann die ja genauso gut euch schenken und dann können da die einen oder anderen noch Spaß mit haben. Und vielleicht hole ich mir noch die einen oder anderen Steam-Spiele und hau die auch noch raus. Also ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Müssen wir mal gucken. Also Weihnachten habe ich mir überlegt, kommt was Fettes dann. Da hole ich dann was Fettes raus. Da habe ich da echt was Fettes raus, glaube ich. Hoffe ich. Ich weiß es nicht. Mal gucken, wie das auch geldlich ist, weil ich muss auch noch Geschenke und so für meine Familie besorgen. Und da brauche ich natürlich auch Geld. Und ja, wenn man nicht so viel Geld hat, ist es halt schon scheiße, dann viel Geld zu haben. Und so, ne, ihr wisst Bescheid, Leute. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ihr wisst, wo der Hase läuft. Links, rechts, geradeaus. Zicke, zacke, zicke, zacke. Hase, hüpf. Genau so. Genau so, Leute. Genau so und nicht anders. Ihr wisst Bescheid, Mann. So. Da deffen wir mal. In Anführungsstrichen. Alles in Ordnung. Zack. 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 So und so, ich lasse den da durchlaufen. Ich meine, dann kann der eine Krone bekommen, weil ich kann nur auf Krone da oben rausgehen. Das wäre schon nice, so. Und deswegen lasse ich ihn einfach mal ein bisschen laufen. Ja. Ich lasse ihn ein bisschen laufen. Gibt ihm ein bisschen Auslauf, darf er auch mal haben, ne? Das darf er ja auch mal haben, ne? So. 6, 5, 4. Kronen K.O., Kronen K.O. Wer kennt es nicht, wer liebt es nicht, wir hassen es alle. Wer kennt es nicht, wer liebt es nicht, wir hassen es alle. Alle gemeinsam und zusammen machen wir dieses Kronen K.O. Dann fängt der Gegner richtig an. Und geht in Rage, und geht in Rage. So. Okay, ich glaube, das ist nicht so geil, wie ich dachte. Aber gut. Aber gut, Mann. Ich versuche es einfach wert. Immer weiter rein spammen. Irgendwann hat man schon mal den richtigen Dreh und dann. Oder die richtige Einheit oder so, ich weiß es nicht. Ja, gutes Spiel. Gutes Spiel, Mann. Gutes Spiel, Bro. Aber er sagt einfach nichts. Das ist einfach egal. Es juckt ihn nicht. Abgehobener Pisse. So, wir wechseln mal auf dem Deck. So, ein bisschen wollen wir auch ein paar Kulten hier bekommen heute, ne? So, viel Glück wünsche ich dir. Bowling.
Bowler und die. Ich glaube, das ist eine ganz geile Mischung. Ich glaube, das ist eine richtig geile Mischung, ist das so. Alter, warum hat der Bowler denn so viel Damage gerade schon bekommen? Ich weiß nicht woher, aber gut, er hat den Damage bekommen. Das ist auf jeden Fall klar. Das wundert mich natürlich jetzt ein bisschen, ne, an dieser Stelle. Ja, der Gegner ist aber ziemlich brutal, Mann. Der haut hier Bomben und alles rein. Und denkt so, ey, ist in Ordnung, aber es ist nicht, Mann. Hier sind auch unschuldige Menschen, die sterben können. Oder so, ich weiß es nicht. Ja, das hat sie ja echt gebracht, Bro. Das hat sie echt gebracht. Ja. Das war merkwürdig. Das war echt sehr, sehr merkwürdig, aber gut. So. Zack. Halleluja. Hey, wir machen auch gut Damage schon, ne? Wir haben zwei Seiten, die wir gut gedamaged haben, und wir hatten eine Seite, wo er noch besser gedamaged hat. Das ist das Problem. Da kann er halt einfach so sagen, nee, das ist meins, Mann. Okay. Der letzte Wartekündchen sind in Gange. Und der Gegner, der hat schon langsam Bange, dass er seine Einheiten verlieren tut. Denn ich habe doch mehr Mut. Oh fuck, das war das Falsche. Ups. Ups. So. Na, komm schon. So, so, so. Bei uns ist das auch. Yo, ho, ho, ho. Der Gegner, der ist tot. Wir hauen den gleich um und dann kommt er nur ganz dumm. Yo, 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 yo. Der Gegner ist gleich tot. Wir hauen ihn einfach um und dann guckt er ziemlich dumm. Yo, 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 yo. Der Gegner ist gleich tot. Der guckt so ziemlich dumm und dann hauen wir ihn einfach um. Yo, 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 yo. Den Gegner hauen wir um. So, bam, Junge. Gutes Spiel. Vorbei, Mann. Ah, danke, danke. Ich weiß, ich bin ein alter Profi im Hasenbusiness. Okay, das könnte man falsch verstehen, aber hey. Aber hey, Mann. Nicht mit mir. King Angel. Angel of Darkness. Angel of Darkness. Angel of Darkness, Angel of Darkness. Okay, kam ein bisschen zu spät. Aber wir haben trotzdem gut Damage gemacht, Mann. Das ist trotzdem nicht schlecht. Die Hälfte Schaden haben wir einfach mal so gemacht. Einfach mal vorbeilaufen, Alter. Vorbeilaufen, Leute. Okay, sind dagegen gelaufen, sind davor stehen geblieben und haben dann angegriffen, aber ihr wisst, was ich meine. So. So. Hier wird die Verteidigung aufgebaut. Jetzt gäbe es keinen Morgen, keinen Abend, keinen Mittag, immer wieder gibt es Verteidigung am Start. Es gibt sie am Start. Morgens, mittags, abends und dann immer wieder rüber, drunter geht das hier, immer drunter drüber. Oh ja, dieses Gegnertier, ihr wisst schon, wen ich mein. Muss es nicht geheim halten. Meine Nase macht Action noch und will irgendwas anderes. Und mich nerven, das ist das Wichtige. Ich will mich halt einfach nerven, die blöde Kuh. Oh, Nase. Die blöde Kuhfrau-Nase, Mann. Die Geister, die müssen regeln in der Regel. Regeln die für mich.
Bye bye. So. Aber Mann. Das kannst du mir doch nicht antun, dann kommen halt noch mal Einheiten dran. Und kümmern sich. Oh yeah. Oh yeah. Oh Mann, das kannst du doch mir nicht antun, denn kommen noch ein paar Einheiten ran. Die kümmern sich darum. Da wird er eh wahrscheinlich einen Blitz oder so reinwerfen. Ob nicht, dass er auf der Seite jetzt sehen, groß die Hände dreckig machen wird, der Kollege Gegner. Der gute alte Kollege Gegner hier. Ja, aber klar, demnächst sollte er es aber auch mal machen. Dann würde er da echt ein Problem bekommen, so lange. Bye bye. Bye bye. So. Bowling. Oh shit, die hab ich scheiße gesetzt. Ach nö. Ha, gutes Spiel, Mann, gutes Spiel. Hat er viel Glück, aber er ist nicht schlecht, okay. Sogar sagen, hat er viel Glück gesagt, aber ist das ein abgehobener Bindel, ist das, ja. So. Viel Glück wünsche ich dir. Viel Glück wünsche ich dir, Herr Gegnertier. Du weißt schon, was ich meine. Dieser Gegner hier, der kann sich auf was gefasst machen. So. Okay, das ist natürlich blöd. Aber okay, wir kriegen trotzdem genug Damage drauf, Mann. Kriegen wir das Ding down noch her? Mega nice, Mann. Wie nice! Wie nice, Mann! Wie nice es einfach ist. Wir haben es down bekommen. Easy going. Den Turm down. Bam, Junge. Tschick, tschick, bam, bam. Tschick, boom, boom. Tschick, bam, bam. Tschick, boom, boom, man. Das macht boom, boom, klick, klack in the air. Boom, boom, klick, klack, yeah. Boom, boom, klick, klack, boom, boom, klick, klack, boom, boom, klick, klack, roll. Entschuldigung. Da ist gerade ein bisschen was mit mir durchgegangen. Ich weiß nicht genau was, aber irgendwas. Oh, der Typ, der kann ein bisschen was trinken hier. Das ist ja gar kein Problem an dieser Stelle, ne? Wir sind ja eine offene Trinkgesellschaft. Jeder darf was trinken, darf was essen, wie er will. Jeder darf was trinken. Ich bin Kimpel. Was auch immer das damit zu tun hat. Aber ist ja auch egal, ne? Ist ja auch einfach egal. Würde ich mal sagen, ne? So, lass den mal auf den Sack bekommen. Dann holen wir uns auf diesen da ran. Und dann holen wir uns hier noch ein Nulleus des Todes. Einmal durchrasieren, wird's den Gegner nicht so gut gehen. Bam, Junge. Bam, Junge, leider nur. Bam, Junge. Bam, Junge. Bam. So, und dann den hier auch nochmal dahin. Und da hinten holen wir den nochmal dahin. Weil es mir egal ist, das ja. Gutes Spiel. Da sind die drei Kronen, die gehören mir, Mann. Das war doch wunderschön. Ah, next one. Zack, auf geht's. Hoffentlich die letzte Runde jetzt hier. One Ball. Ich würde eigentlich gerne echt wirklich nur die Kronen haben und dann mich verziehen. Das heißt, ich würde ihn, glaube ich, dann gewinnen lassen. Und weil die eine Krone habe, würde ich ihn wahrscheinlich gewinnen lassen. Bin ich mir aber unsicher, ob ich es mache. Das werden wir dann im Verlauf des Spieles sehen. Also, wenn ich jetzt auf den Sack bekomme, hätte ich noch die extra gemacht. Falls nicht, dann natürlich nicht. Okay. Okay. Oh yeah. Oh man. Hätte ich mal voll fies so, weil Flügel wäre Flügeleinheiten ein bisschen gemein gegen meine kleinen Süßen sind hier. Ne? Ja, haut die halt immer raus, Mann. Egal wer, alle hauen die raus. Alle hauen die raus, als gab's kein Morgen, ne? Versteht ihr, was ich meine?
Ich hätte mal ein Problem, Leute. Das Problem ist problematisch. Da müssen wir nochmal eine problematische Problemlösungsfindung machen. Versteht ihr, was ich meine? Ja, versteht ihr das? Ich glaube schon, Mann, das ist ziemlich krass, aber ich weiß, wir schaffen das. Ich weiß, wir schaffen das. So, ich hätte einfach weiterhin alles recht durchschicken. Wenn er längst was durchschickt, hat er halt gewonnen. Muss halt nur auf den Plan kommen, dass er das kann, nur, dass er damit gewinnt. Werde ich ihm jetzt natürlich nichts sagen an dieser Stelle, ist ja ganz klar. Aber ja, so ist das. Oh, yeah. So, ich fange ganz langsam an mit dem Riesen, der ist drin. Der haut hier den Gegner kurz und klein. So soll das erst sein, yo. So. Zack. Da kommt dann dahinter noch ein Bowler, Mann. Der kümmert sich um die Massen dann und kümmert sich darum, dass wir da durchkommen. Yum, 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 yum. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Hoch mit den Händen und die Tassen. Hoch mit den Händen und die Tassen. Wir wollen marschieren und einen gierigen. Und der Gegner soll vor Freude platzen. One. Vorbei, Mann. Vorbei. Gutes Spiel, Mann. Du hast es geschafft, ja. Ich bin sehr zufrieden mit der Runde. 22 Minuten. Das Ganze in Ordnung. Ist solide. Dann passt es halt mit der Zeit so ein bisschen von mir. So. Voll gut, so. Wir helfen den Kontrollen. Gold. Juwelen, wie sich gehört. Der Barbar nochmal. Der Elite Barbar. Entschuldigung. Kinder, oh, da haben wir lange nicht mehr gesehen, Mann. Und dann kommen bei Bogenschützen dazu. Ist auch nicht schlecht. Und der Eisgrün, die brauche ich nicht so dringend. Aber gut, die schaffe ich vielleicht bis zum nächsten Mal. Ich weiß es nicht, muss ich gucken. Aber gut, das war's mit der heutigen Folge Clash Royale. Falls ihr euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine Bewertung, über einen Kommentar freuen. Und schreibt doch mal, was ihr zu dem Adventskalender haltet. Den Gaming Adventskalender. Jeden Tag gibt es ein Spiel zu gewinnen. Was haltet ihr davon? Ja, nein, ich weiß es nicht. Ich werde vielleicht nochmal ein separates Video dazu machen. Aber gut. Ich würde einfach sagen, dann bis zum nächsten Mal. Euer kleiner Tom. Ciao, ciao und bye, bye. Ach ja, ihr könnt gerne den Part hier bewerten und kommentieren, wenn ihr möchtet und so. Wisst ihr Bescheid, ne? Ciao!